Jawohl, ja. So, weiter geht's. Belagerung Velkana. Besondere Aufgabe. Ich finde es schön, dass hier in diesem Camp alle schon in heller Aufregung sind. Also er hier. Ich sehe Kanonen. Hier rennen Leute auch. Er rennt ja aufrecht durch die Gegend. Da auch. Was sagt er hier? Unsere Katze, die putzt noch die Kanone. Er ist beschäftigt, sie ist beschäftigt. Mit Luftpumpen. Er liest ein Buch. Noch ein Buch. Und dann liegt der schöne. Schöne Säurevieh. Das macht auch richtig Laune, dieses Vieh. Und. Traditionell gehen wir aus dem Lager raus. Und los geht's. Gucken wir mal, ob wir heute diese scheiß Velkana-Vieh halt kriegen, Geld machen können. Jetzt bin ich ja fast verzweifelt daran. Hat einfach nicht funktioniert. Zuerst müssen wir ihn schwächen. Wenn er dann taumelt, kommt der Binder zum Einsatz. Überlasst das uns! Zunehmend unter Druck. Die Fraktionen der Dreiseleiser wird schnellstmöglich fertiggestellt. Ja, noch da. Ich gehe nicht hier hoch. Letztes Mal hat er oben die ganzen Kanonen zerstört. Ich versuche ihn mal nach unten zu lassen. Kann ich ihn schon benutzen? Nee, kann ich noch nicht. Okay, gut. Obwohl, kann ich ihn benutzen? Wie war das? Keine Munition, bring Munition her. Also sein Horn ist jedenfalls ein Schwachpunkt und durch das Treffen. Er dreht den Ball voll durch. Sieht aber schon ein bisschen besser aus als letztes Mal. Jetzt mal ich hier voll von Eis auf die Fresse gekriegt. Ich habe mir hier jetzt eine Eisabwehr draufgelegt auf die Rüstung. Vielleicht hilft es ja. Wann kann ich. Wann ist der beste Punkt, einen scheiß Kanonen einzusetzen? Wenn ich da hochrenne, dann macht er die Kanonen voll. Ja, auch nicht gut. Soll ich eine Feuer. Habe ich Feuerabwehr drauf? Feuerabwehr? Natürlich. Mist. Perfekt. Dann lassen sie keine diese Sachen in der Suche laufen, über diese kleinen Mauern. Komm ich drauf. Kann ich ein Blitzding so? Ja, also. Ach, verdammt, das war nicht gut. Ich bin wahrscheinlich nicht drauf, ne? Das ist viel. Unschuldig war und
Balliste ist bereit. Ja. Oh, ach, die Balliste. Ach, das ist die Balliste. Das ist der Drachenmesser. Ja, danke, da ist das Eis drauf. Toll. Ja, super. Beweg dich mal. Besser. Boah, du. Fuck, Alter, jetzt muss ich da hoch. Jetzt Kanonen, das sind wahrscheinlich Kanonen. Halte fest. Ja, das hat funktioniert. Ist wieder runter, damit die Kanonen Platz machen. Muss ich mal runter. Wenn du da hochkommst, macht die Kanonen Platz. Flügel auf den Krieg. Flügel ist eine gute Idee. Gut, das war's. Barrikade, Barrikade, Barrikade. Okay, wir versuchen mal kurz. Ich muss auf jeden Fall das Palico-Gadget ändern. Den permanent zu blitzdingsten, das wird mir nicht helfen. Das hilft garantiert nicht. Was kann man, was kann ich nehmen? Die Barrikade hält weiter! Das ist schön. Grüß Gott, Herr Keller. Probier mal den Cocktail. Wenn er draufhaut, wenn er den wegbombt, dann wäre das ganz gut. Na, Feuer. Das ist nicht Feuer, mein Idiot. Weg. Nicht hier oben bleiben, nicht hier oben bleiben. Verdammte Scheiße. Trink doch schneller. Was ist das denn? Ja, das ist doch schön. Er mit dem Cocktail da rumfummelt. Der Leuchtfackel in dem Meer, das ist doch gut. Das ist schon eine Idee. Seh nicht. Das ist die Barrikade. Ja, ich bin ein Ziel. Das ist ein Mist.
Ja, ich muss auch weg. Ich muss weg. Sorry, will man nichts. Sterb gerade. Er taumelt! Binder, bereit machen! Belkana erfolgreich gebunden. Drachenreißerbau abgeschlossen. Jetzt braucht er nur noch Zünder. Alle Nistkämpfer evakuieren. Lauf doch! Jägerin, der Drachenreißer ist hier drüben. Also gut. Vorher hau ich hier ein paar Kanonen noch zu. Der Drachenreißer ist auf der anderen Seite des Lagers. Kann ich ihn nicht treffen? Da. Ja, wir drauf. Schon mal ein bisschen was. Drachenreißer so. Ist blöd. Sorry, ich raff's nicht. Wo ist denn hier lang? Sprechblase. Kein hier lang. Wo ist denn hier lang? Kurve. Sorry, ich hab's nicht gehört. Sorry, hab ich verkackt. Wo ist denn hier lang? Da oben oder links oder rechts? Ich hab's nicht kapiert. Ich hab's nicht da, Alter. Hier lang? Ach so, oh Gott. Ich soll hier lang? Ach so, hier durch. Ach so, Gott. Meine Fresse. Nee, sehe ich nicht. Zum Feuern werden zwei Zünder benötigt. Halt ihn mit Ballistenfeuer in Schach. Achso, ich. Fast geschafft, Leute. Ach so ist das gemeint. Jetzt raff ich das. Jetzt raff ich das. Vielleicht. Nee. Aha, habe ich hier Flecken. Ja, das war gut. Was soll ich machen? Boah, komm schon. Fuck, Alter. Ich hab kein Wunder, wenn ich nicht da bin und drauf haue. Fuck, das wird das heftig, ey. Das wird nichts, das sehe ich nicht. Das ist es. Ja. Oh, scheiß drauf. Einsammeln von dem Sack. Los noch. Scheiße. Nichts fallen lassen. Fuck, ey. Das war's. Ich glaube, ich einfach drauf hau oder hier. Ja. Ja. Wenn einer von euch auf den Drachen aufpassen würde, würde ich nicht machen. Ach, scheiße. Drachenreißer. Komm schon, Mädchen. So. Zünder haben wir. Was passiert jetzt? Ach so, toll. Ich muss da runter. Ich muss da. Drachenreißer geladen. Feuer bereit. Ja, wenn er da runter geht. Ja, jetzt. Ah, jetzt. Er rennt zur Seite. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn?
Wie geht's unser Büro? Keine Angst. So eine Kleinigkeit haut ihn nicht um. Du hast hier gute Arbeit geleistet. Ja. Aber es ist noch nicht vorbei. Leute, das war gute Arbeit. Geschafft. Hergehört. Wir haben den Vulkaner abgewehrt. Aber wir haben keine Ahnung, ob und wann er wieder zuschlägt. Wir müssen schnell handeln. Sein Nest ist in den Tiefen der Hinterlande. Ich sage daher, tragen wir den Kampf zu ihm. Ja gut, das war jetzt doch weniger interessant, als ich dachte. Mit ein bisschen Eisabwehr hat das funktioniert. Tja, schön. Ja. Weg. Bei dem rotten fast 200.000 Fässer vor sich hin. Was ist das denn? Schon gar nicht der Verursacher hat sich hier für diesen Umweltskandal mit den mineralölhaltigen Flüssigkeiten verantwortlich. Ach du Scheiße. Ein ganz bizarres Bild, also man kann das ganz schwer ermessen. Das muss sich immer vergegenwärtigen, dass wir hier wirklich in der Wildnis von Ostgrönland sind, also wo man sowas am allerwenigsten erwartet. Also tausende Fässer voll mit Ölscheiße. Einfach mal auf. Doch nun immerhin. Die Rotten da vor sich hin. Fuchs und seine Crewmitglieder übergaben nach dem Festmachen heute ein an Bord gebasteltes Plakat an einige Hamburger Fridays for Future-Aktivisten mit dem Vergleich eines in schweres Wetter geratenen Schiffes. Man muss fighten, man muss aufstehen und man muss eben halt die richtigen Maßnahmen ergreifen, um das Schiff, was in diesem Falle symbolträchtig ist, sicher durch den Sturm zu kriegen. Und wir müssen sehen, dass wir das Schiff lernen. Du hast das echt drauf. Und dafür sei es, so Arvid Fuchs, nach einer 10.000 Seemeilen-Expedition in der Tat spät, aber eben noch nicht zu spät. Tolle Bilder. Dass dieser trockene Sommer gut war für das politische Grün, haben wir schon berichtet. Matthias Kornhoff und die Forschungsgruppe Wahlen haben aktuelle Zahlen, die das unterfüttern. Damit geht es ja weiter und dann zur heute schon. Wir sehen uns morgen etwas früher als sonst. Ach, er hat ein Nest in der Weite. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Viele Falle und Angst Mogelpackung. Die Kritik am Klimawandel der Bundesregierung war Bitte. Für 13% gehen die Maßnahmen des Klimapakets zu weit. Ab hier, sagt die Lüge. Ja, hier geht's weiter, alles weiter. Was geht jetzt?
Problem in Deutschland ist. Und beim Thema Klimaschutz hat man den Grünen mit großem Abstand am meisten zu. Das schlägt sich auch auf die Projektionen nieder. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU auf 27% minus 1, die SPD verliert noch deutlicher und käme auf 13% minus 2. Die AfD legt leicht zu und wäre mit 14% vor der SPD plus 1. Die FDP 6% und die Linke 7, beide um 1. Die Grünen nehmen starken Zugewinnen für Österreich und erstmals gleich auch in der Union um 20%. Auf geht's. Die Grünen erreichen einen neuen Bestwert, Union und SPD verlieren. Schwarz-Grün ist vergessen, ja hier. Das Schiff, glaube ich, ist das Schiff, das Schiff, das Schiff. Dass die regierende große Koalition halten wird, nur 22% der Zweifel. Schiff, noch ein Schiff. Schiff, sehr schön. Keine Fragen. Bis zum Ende der Legislaturperiode bestehen bleibt, nur 26% wünschen sich einen vorzeitigen Ende. Auch unsere Liste der wichtigsten Politiker wird aktuell von einem Grünen gemacht. Wir fangen aber mit dem hier ist immer noch helle Aufregung. Sonst laufen die Typen nicht so rum, stehen hier rum in der Gegend rum. Ach, die Bombe ist schön. Was hat er denn? Eis, okay, passt. Auf geht's. Schön die Raureifweite. Kann ich jetzt schon los, Tiger. Aber diesmal wo ich noch schnell Eismantel. Ich müsste ich haben. Irgendwo ist er. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer wird viel über Befindlichkeiten im Ost und West gesprochen. Sind die Gräben überwunden oder eher tiefer geworden? Wie steht es um das gegenseitige Verständnis? Eine überwältigende Mehrheit von 95% sagt, kann ich ihn schon aktivieren? Nee, noch kann ich. Ist er. Ist schon aktiviert. Ist ein Ding. Willkommen im Nest suchen. Also 30% der Westdeutschen überwiegen die Unterschiede zwischen Ost und West. Für eine Mehrheit von 57% aber gemeinsam. Falls jemand einen Tipp hat, wie ich zu dem umgekehrt das Bild in Ostdeutschland. Boa Boa komme. 52% stehen eher die Unterschiede. Das Quest habe ich abgeschlossen, die sind schon meine Freunde, aber ich komme da jetzt, ich komme jetzt in das Lager. Muss ich wieder so ein Flugtier nehmen und da hoch als Taxi, Flugtaxi nehmen? Oder wie geht das? Da sind Dings. Zwei, also. Hoch, runter. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text. Wir reisen gleich mal ein Stück weiter. Und auf heute.de. Obwohl, hier ist noch eins. Ja, tschüss, da reisen wir hin. Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt es dann am 18. Oktober. Nach dem Wetter geht es hier gleich weiter mit der Heute-Show. Ihnen noch einen entspannten Abend. Auf Wiedersehen. Ich bin schon da. Ich gehe auch schnell. Jetzt habe ich auch ausgeschaltet. Über dem Atlantik, da braut sich gerade was zusammen. Das ist das Tief Mortimer. Das zieht bis morgen Abend schon bis nach Irland. Und schon in der Nacht auf Sonntag bilden die Tief. Schade, Netz habe ich gerade hab ausgeschaltet, sonst hätte ich mal schnell noch einen Pinguin angelegt. Über Dänemark weiter in Richtung Finnland und überquert dabei mit einem Sturmfeld dann Deutschland. Ja, so. Und gewöhnlich ist es jetzt auch in dieser Stadt. Okay, nee, geht nicht. Temperaturen sind nur 14 bis 18.
im Süden der Rhön an der Nordsee ist eine gute Wette. Der Tag morgen beginnt in Norddeutschland erstmal ganz freundlich, aber dann kommen gleich wieder die nächsten Regenschauer und auch kurze Gewitter. Deutlich freundlicher sieht es zwischen der Mecklenburger Seenplatte und der Elbe aus und auch generell in Süddeutschland. Zwischen den Spessart hier über der Schwäbischen Alb und der Donau, wenn sich dort der Mund gebracht ist. Am Alpenrand ist es dagegen am Vormittag mal heiß. Das ändert sich dann. Heißen Tee. Ruhe. Komm schon, weiter. Hopp. Ich denke mal, jetzt wird es ernst, müssen wir das Vieh wirklich töten. Wenn wir zweimal verscheucht. Drittes Mal verscheucht. Ist nicht. Sammeln. Was sammeln. So. Diese Schwefelstelle hier ist wichtig für einen Quest, in dem man Schwefelstein oder Schwefelquellenstein sammeln muss. Hier ist es. Quellenstein. Einfach nehmen und in diese Richtung zum Lager bringen. Vielen Dank. Pause. Was ist das denn, ey? Wie gefrorene Wellen. Sind sie noch größer geworden oder was? Ja, toll. Wir haben ihn wütend gemacht. Schossen, nicht ich. Aha. Boah, das ist ein echt geiles Gebiet hier. Diese Proben sind mehr. Okay. Sternenkuchen, das ist mal gut. Wieder im Kopf raus. Weglaufen. So, Oliver, bitte. Noch genau 70 Tage und wir sind in Brokolis. Ja, wir haben es extra nachgerechnet. Am 6. Dezember beginnt der SPD-Parteitag und spätestens dann sagt die große Basis leider fertig. Ja klar, das muss die SPD am Ende natürlich selbst entscheiden. Wir werden da nicht irgendwie unter Druck setzen, ja, dass wir
Töte den Vulkaner. Aber ich bin mir da wirklich hundertprozentig relativ sicher, meine Damen und Herren, am Nikolaus ist Europa. Ja. Und dann darf man schon Fuck, da vorbeigelaufen. In die Wand fliegen lassen? Geht das überhaupt? Ja, perfekt. Ja, wunderbar. Verstärken wir es auch da. Alter, wir sind nur Eis. Ist das geil. Ist das geil. Zeit geflogen. Ja, perfekt, kämpfe immer. Ein bisschen mehr Platz im Gebiet. Das doppelte Flottchen. Ist das geil. Haben wir hier so einen Katzenbaum? Haben wir nicht. Come on here.
los? Was soll das? Das ist nicht nur für Folie. Was ist das? Ja, nicht. Nicht getroffen. Aber ich war zu blöd. Mit seinem Schwanz. Boah, noch ein riesen Zapfen. Okay. Okay, nee. Ja, Gott, ey. Was macht ihr? So lange dauert das bei uns, bis ihr dein verlorenes Gepäck wiederfindet. Aber gut, vielleicht sind wir auch wieder. I don't know. Ohne Vogel. Da unten auf. Wichtig ist ja, dass ihr jetzt keine Zeit, so darauf zu latschen. In der Rückschau wird was über Kanzlerin. Kann er hier kommen? Ja, hier kommen, muss er. Ja, unglaublich warmherzige Merkel dafür von Jens Spahn. Was ist da hinten? Nee, komm nicht her. Ich dachte, ich kann jetzt zur Schwefelstelle locken. Ja! Fuck! Nein. Boah, fuck. Ja, zweimal immer. Nee, er fliegt noch weiter in die Skating rein. Trotz fetter Steuerüberschüsse liegen wir mit unseren Investitionen für Verkehr und Infrastruktur. Dieses Vieh. Dieses Vieh. Ein Feuerfall. Nein, nicht in die Mauer. Oh, ein Dreck. Kann Mauern erschaffen. Kannst du entweder gleich verhängen oder stecken oder. Das kann bisher noch keiner. Boah, was ist noch mehr Eis? So ist ein Kadin. Oh.
Das ist auch so ein Ding. Unter anderem, weil das Kurs-Landwechsel so schwach ist und die Reisen für Briten massiv verteuert. Bittere Woche, also für Boris Johnson, die sich neben dem Blondinen lernen. Zumal ja auch noch das höchste Gericht Großbritannien und seine Parlamentszwangspause für rechtswidrig erklärt. Jeder normale Premierminister würde jetzt. Wo können die sein? Kann ich da hinrennen so schnell? Wo sind die? Diese Woche hat er vor der UNO New York den Brexit mit einer griechischen Sage erklärt. Leider nee. Ich so blöd so. Bitte lieber. Bitte. Ja, gar nicht. Ich nehme wieder zurück, guck mal, nochmal. Blond. Bei meinem Blumenhaus, das ist auch geil, das ist geil. Teil gebrochen, perfekt, geil, Alter, ich hab's erreicht. Verstärkung rufen? Wo sind die? Ich freue mich, den Fluggästen die Perspektive zu geben, vielleicht irgendwann nach Hause zu kommen. Ne? Freuen Sie sich da. Gucken wir, ob das funktioniert. Tolle Nachricht jedenfalls für rund 5000 Kunden. Ich hüpfe. Ah ja, perfekt. Und doch vorbei. Wir rennen weiter, wir drehen um und. Rum, und Ende.